Moin Moin, herzlich willkommen zu dem Erklärungsvideo. Ja, es ist ein Erklärungsvideo für ein Projekt, das ich starten werde demnächst. Das Projekt heißt Rund um die Welt und hier erkläre ich, was man da gewinnen kann. Na ja, man kann etwas gewinnen und was ich da genau mache. Also was ich da genau mache, ich baue mir eine Mannschaft, nämlich eine Nationalmannschaft, irgendein bestimmtes Land. Jetzt baue ich nicht die bekanntesten Länder, wie zum Beispiel Portugal, Deutschland, England und so weiter. Nein, ich nehme etwas etwas Besonderes. Zum Beispiel Guinea oder so. Und mit der Mannschaft dann spiele ich vier Spiele. Ja, vier Spiele. Und ihr seid dabei bei allen Spielen. Also, ich spiele vier Spiele, kommentiere die Videos natürlich wieder nach. Also, die Spiele kommentiere ich nach und zeige euch aber da meistens nur die Tore und die ganz großen Highlights, weil ich ja vier Spiele vorstellen, nachkommentieren werde. Vor dem Nachkommentieren der Spiele zeige ich meine Mannschaft, mein Team, welche Auswechselspieler ich habe und was für Formation ich spiele und welche Spieler halt in meiner ersten Elf sind. So, das habe ich erklärt. Ich werde Spiele spielen, alle Spiele spielen. Ich werde Wie sagt man das jetzt am besten? Ich werde Saisonspiele, also alles Online-Spiele. Ich werde Online-Saisonspiele spielen, Online-Pokalspiele spielen, Online-Freundschaftsspiele vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwas mit Online spielen, dass ich nicht offline spiele. Und wollte ich noch irgendwas sagen zu den Spielen? Ja, vier Spiele. Okay, haben alles. So. Jetzt kommen wir zur möglichen Belohnung. Nein, wir kommen noch nicht zur Belohnung, kommen erst zu eurer Mitarbeit, was wie ihr euch einfügen könnt in dieses Projekt, wie ihr es verändern könnt und so weiter. Ihr könnt mir immer wieder Vorschläge in die Kommentare hauen oder irgendwo anders hinschreiben, welche Nationen ich nehmen sollte. Wie gesagt, nicht solche Standardnationen wie Deutschland und so, sondern irgendwas Ausgefallenes. Das wäre sehr nett. Und für meine weitere Mithilfe bräuchte ich euch nur für die Belohnung, weil ihr wollt ja was gewinnen. Ich will ja mich nicht irgendwelche Freunde belohnen, ich möchte meine Abonnenten, die ich nicht kenne, belohnen. Und natürlich auch Freunde. Das wird per Zufall entschieden und so. Damit sind wir auch beim der Belohnung angelangt. Ja, was wird die Belohnung sein? Ja, wie wird gedingst? Wie tun wir Belohnung machen? Wie machen wir es? Es ist ganz einfach. Ich spiele ja vier Spiele und man hat ja, wer die Punkteregel kennt, das kennt glaube ich jeder von euch. Ein Sieg bringt 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt und eine Niederlage leider 0 Punkte. Ich werde ja vier Spiele spielen und deswegen werde ich irgendeine Anzahl an Punkten zusammen bekommen. Natürlich maximale Anzahl ist natürlich 12 und die Minimumanzahl 0. Und haben wir so überlegt, pro Punkt kann man 1000 Münzen gewinnen. Also wenn ich jetzt 12.000 12 Punkte habe, gewinnt niemand von euch etwas, weil ich dann alles gewonnen habe. Oder ja, niemand gewinnt da was. Wenn ich 11 Punkte habe, gewinnt ja irgendjemand von euch 1000 Münzen. Also Ultimate Team Münzen, wenn ich das noch nicht gesagt habe. 10 Punkte gibt es 2000 Punkte und so weiter. Und bei 0 Punkten von mir gibt es 12.000 Münzen. Also solltet ihr eigentlich theoretisch hoffen, dass ich verliere. Das hoffe ich aber nicht, ne? Weil ihr könnt euch dann gleich mal pissen, Freunde. Nicht jetzt. Auf jeden Fall, ihr könnt was gewinnen und das ist, glaube ich, ein Anreiz
12.000 Münzen, bis zu 12.000 Münzen gewinnen zu können. Und jo, wie könnt ihr das gewinnen? Das ist auch ganz, ganz, ganz einfach. Ihr schreibt einfach unter dem Video, wo ich, also unter die Folge der Serie, also nicht unter diesem Video, sondern um die zum Beispiel erste Folge von Rund um die Welt, schreibt ihr einfach hin: Ich möchte die Münzen gewinnen. Anforderung, dass ihr überhaupt die Münzen gewinnen könnt, ist, dass ihr PS3 habt. Ich weiß ja, wie das mit der PS4 funktioniert, ob man da auch irgendwie die Münzen, ob man da, ich glaube aber nicht. Also wenn ihr PS3 habt, müsst ihr sagen, ihr wollt die Münzen haben und schreibt dann einfach euren PS3 Namen in die Kommentare. Und dann werde ich auch irgendwann mal bekannt geben, wer diese Münzen gewonnen hat. Und das mache ich so: Ich sage es am Anfang der nächsten, also der darauf folgenden Folge. Also bei, wenn jemand jetzt unter der ersten Folge von Rund um die Welt runter geschrieben hat, ich möchte die Münzen, würde am Anfang der zweiten Folge bekannt gegeben, dass zum Beispiel, keine Ahnung, XHD Gamer Sniper ZZ oder so, die Münzen gewonnen hat. Also ich werde es dann sagen, wer gewonnen hat, und dann werde ich diese Person über PSN oder über YouTube anschreiben. Und dann werden wir das so ausmachen: Ihr gebt einfach ein Spiel auf den Transfermarkt. Der Sofortkaufpreis sind die Münzen, die ihr gewinnen könnt, also bis 12.000 Münzen. Und ich kaufe mal einfach diesen Spieler. Natürlich wird es höchstwahrscheinlich ein Bronzespieler sein, den ihr auf den Transfermarkt tut. Jo, und das war's eigentlich, glaube ich, alles zu dem Projekt. Also, die erste Folge kommt bald. Ich habe gerade schon mein erstes Spiel aufgenommen. Aufgenommen ist gut gesagt, es ist nicht aufgenommen worden. Und ich kann schon so viel verraten: 2 zu 8 hätte ich gewonnen, wenn meine Aufnahme nicht abgespackt wäre. 2 zu 8, Mann. 2 zu 8! Ah, der Gegner war nicht gerade der Beste, hat noch eine Kili von 63 gehabt, aber ist jetzt auch egal. Und hiermit sage ich: Servus, macht's gut und ciao. Ich hoffe und freue mich auf eure Mithelfer. Und vielleicht gefällt euch diese Art von Serie. Servus, macht's gut und ciao.